Chiropraktik ist eine manuelle Behandlungsmethode zur Korrektur falscher Positionen von zwei Knochen zueinander. Der amerikanische Chiropraktiker Gsay Thompson hat eine spezielle Behandlungsmethode entwickelt. Und dazu gehört zum einen die besondere Behandlungsliege, die die Thompson-Liege genannt wird. Bei ihr ist es möglich, mittels eines Federmechanismus eine Vorspannung auf einzelne Abschnitte der Wirbelsäule zu bringen und dann mittels eines Impulses diesen Federmechanismus zu lösen. Durch die gezielte Richtung des Chiropraktikers auf Bereiche der Wirbelsäule kommt es dann zu einem kleinen Fall, der dazu führt, dass die Wirbel wieder ausgerichtet werden. Auf diese Art und Weise haben wir eine der sanftesten Formen der Chiropraktik. Patienten berichten uns immer wieder, dass sie ganz erstaunt sind, wie schnell und schmerzfrei diese Methode wirkt. Ich spanne hier vor den einzelnen Bereich, gebe einen Impuls und das war's. Ist ein Wirbel verschoben, wie hier dargestellt, so können wir mittels dieser Technik sehr schnell zu einer Korrektur kommen. Wir spannen vor, ich gehe an die entsprechende Position, gebe den Impuls und das war's schon zur Ausrichtung der Wirbel. Sie sehen hier bei der Patientin, dass das eine Bein sich kürzer darstellt als das andere. Dreht die Patientin jetzt den Kopf zur rechten Seite, sehen Sie einen Ausgleich der Beinlänge. Dreht sie ihn zur linken Seite, bleibt der Beinlängenunterschied oder er wird sogar größer. Jetzt suche ich mir den entsprechend verschobenen Wirbel, bringe das Kopfteil in Vorspannung, gebe den gerichteten Impuls und nun überprüfe ich die Beinlänge erneut. Habe ich einen Ausgleich wie in diesem Fall, weiß ich, dass wir die Korrektur erfolgreich durchgeführt haben. Bitte heben Sie mal das rechte Bein. Jetzt bitte das linke Bein und wir sehen, dass die Beine unterschiedlich hochkommen. Jetzt werde ich korrigieren. Ich setze dazu am Becken an, spanne wieder vor, gebe den Impuls. Das war die Korrektur. Besonders hilfreich ist die Thompson-Technik bei Wirbelsäulen- und Beckenbeinschmerzen, bei Wirbelblockaden, die zu Nackensteifheit zum Beispiel führen, und Schmerzzuständen des Rückens im Allgemeinen.